Guten Morgen aus Österreich und willkommen zum zweiten Tag. Wir werden heute wandern gehen und so weiter und vielleicht eine Sommerrodelbahn. Aber jetzt warte ich erstmal, bis er das Video gerendert hat. Und nicht so fest, du Lamm! Ey, der war schon gut! Nicht ganz so fest. Bisschen leicht. Ich hab mal raus. Was ist das denn schon? Nicht so fest, ey! Bisschen Junge. Leicht, Mann! Bisschen mehr. Bisschen leichter. So am besten ist vor. Ja, so ein bisschen leicht. Mach einfach mal. Gut. Nein! Du nicht! Ey, was? Nein! Mach ihn gut. Ja. Oh, was machst du denn, Alter? Ey, bist du besoffen? Ja, muss man nochmal üben, ne? Ja. Ja, genau, richtig, ja? Mann! Ey, der hat auch besoffen, der Junge, ich meine, zum Ende dieses Vlogs nochmal ganz kurz. Es ist jetzt mittlerweile der 6.9., der Dienstag. Wir sind am Freitag wiedergekommen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, den Vlog noch rechtzeitig fertig zu schneiden. Deshalb kommt er ein bisschen später. Was ich aber dazu jetzt noch sagen wollte, und zwar sind wir. Wir sind ja in Österreich die Woche. Da habe ich jetzt den Mittwoch, Donnerstag und Freitag nichts mehr gefilmt. Beziehungsweise am Freitag wollte ich noch filmen, aber hab's dann irgendwie durch den ganzen Stress, die Heimfahrt und dann hat das an der andauernde Stau und so weiter, die ganze, dass man sich halt darüber geärgert hat, dass man einfach nicht nach Hause kommt, weil man total müde war und einfach nach Hause und ins Bett wollte, das total vergessen habe, habe ich jetzt leider nur 2 Tage aus Österreich filmen können. Den Mittwoch und Donnerstag, falls ihr euch fragt, habe ich nichts gefilmt, weil wir den Mittwoch im Area 47 gewesen sind. Da sind wir halt andauernd, beziehungsweise ich bin so einmal kurz im Wasser gewesen, weil das Wasser ist mir persönlich viel zu kalt gewesen. Lag aber auch daran, dass es Bergwasser gewesen ist, also ist das darum nichts Neues. Ist darum aber auch nichts Neues. Dann den Donnerstag sind wir Raften gewesen und nach dem Raften sind wir in Innsbruck gewesen. Da habe ich auch nichts gefilmt, weil ich meine Kamera im Hotelzimmer vergessen habe. Ja, da konnte ich dann auch nichts filmen. Ansonsten, die Umgebung ist sehr toll gewesen. In dem Hotelzimmer, in dem ich mit Jean-Pierre und noch ein paar Klassenkameraden gewesen bin, hatten wir so einen Balkon gehabt. Da konnte man auch sehr nice rausgucken. War auf jeden Fall auch abends eigentlich ganz entspannt.
Wir hatten auch Späßchen gehabt. Dann haben wir halt am zweiten Tag die Challenge gemacht mit der Flasche und dem Nickelboard und von oben der Etage von unserem Zimmer, wie ich euch gezeigt hatte, unten auf den Boden zu werfen. Falls ihr euch da gefragt habt, ob wir es geschafft haben, beziehungsweise ob John Pierce es geschafft hat. Nein, er hat es nicht geschafft. Wir haben sehr oft versucht, auch noch länger als ich es gefilmt hatte, weil viele Versuche sind es gewesen. Also auf jeden Fall noch einiges in Planung für dieses Jahr noch. Reisen jetzt so großartig, glaube ich, nicht. Aber es stehen ja jetzt nächsten Monat schon wieder die Herbstferien an. Da wird auf jeden Fall einiges passieren. Für nächstes Jahr in den Sommerferien ist auf jeden Fall auch schon etwas in Planung. Da werde ich aber noch nichts verraten. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr noch mehr von diesem Vlog sehen wollt, wenn euch die gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie wie immer unten in die Kommentare. Ich werde natürlich versuchen, so schnell wie möglich darauf antworten.